Was sind Wahhabiten? Warum sagen das immer die Schia und Sufis? Barakallahu fikum. Wahhabiten meinen die Schia und die Sufis und die Gegner von Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Die meinen, das sind Leute, die ihm folgen und von ihm nehmen und dass sie ihn sozusagen wie vergöttern. Und die nennen diese Leute Wahhabiten, obwohl die müssten sie Mohammediten nennen, weil er heißt Mohammed bin Abdul Wahhab. Nicht nach seinem Nachnamen auf jeden Fall. Und wenn sie sagen auch Ibn Abdul Wahhab, dann ist das von Al-Wahhab, Name von Allah subhanahu wa ta'ala. Auf jeden Fall, abgesehen davon. Sheikh Mohammed bin Abdul Wahhab ist ein Gelehrter, der war in einer Zeit, dass die Leute, barakallahu fikum, viel Schirk gemacht haben. Und viel Unrecht getan haben und viel Bid'a gemacht haben. Der hat dann die Leute aufgerufen, dass sie diese Bid'a und diese Schirk-Themen, was sie tun, unterlassen und nicht mehr praktizieren. Und natürlich die Gegner von ihm, die haben gesagt, der ist falsch, auch einige von seiner Familie, die haben gesagt, der ist falsch, der lügt und so weiter und so fort. Jetzt aber, was ist für uns wichtig? Du kannst mich nennen, was du willst. Ich bin zum Beispiel weder Wahhabi, noch Sufi, weder Ash'ari, noch Maturidi. Ich bin weder Schia, noch was anderes. Sondern ich folge Koran und authentischen Sunna und ich nehme von allen Gelehrten des Islam, wenn sie Beweise bringen. Jetzt irgendein Gelehrter sagt etwas, dann prüfe ich das. Wenn das mit Koran und Sunna übereinstimmt, wird genommen. Wenn nicht, dann nicht. Und die Frage ist jetzt: Mohammed ibn Abdul Wahhab, hat er etwas gesagt, wenn er etwas gesagt, was gegen Koran und Sunna ist, nehmen wir nicht von ihm. Und wenn er etwas gesagt hat, was mit Koran und Sunna übereinstimmt, dann nehmen wir von ihm. Und fertig, Punkt. Da brauchen wir die anderen nicht zu so nennen, du bist Wahhabi und du bist das und du bist das und du bist das. Aber komischerweise, Leute prahlen damit, dass sie einen Sheikh haben, zum Beispiel wie Al-Ahbash, Al-Harari, Al-Harari, Al-Harari. Oder die nennen sich Ash'ari und die anderen Maturidi. Und die dritten nennen sich Shadhili und die anderen. Die nennen sich Naqshbandi, Diobandi und so weiter. Das ist für sie kein Problem. Aber für uns ist es aber ein Problem, weil unser Imam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Und alle Gelehrten, alle nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind nicht fehlerfrei und sind nicht vollkommen. Deshalb für mich, ganz ehrlich gesagt, wenn jemand sagt, ja, du bist Wahhabi, ich reagiere nicht, weil ich weiß, dass ich kein Wahhabi bin. Ich nehme die Religion nicht nur von Sheikh Mohammed al-Wahhab, sondern ich nehme von Religion von allen Gelehrten mit der Bedingung, dass das, was die Gelehrten sagen, mit Koran und Sunna übereinstimmt. Und das ist die Aussage von Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Imam Malik sagte, alles, was ich gesagt habe, prüft das. Wenn das mit Koran und Sunna übereinstimmt, dann nimmt. Wenn nicht, dann nicht. Al-Shafi'i sagt, إذا صح الحديث فهو مذهبي. Abu Hanifa sagt, wir sind Leute, wir sagen heute etwas, morgen ändern wir das Wort. Schreibt nicht alles, was wir sagen. Und er sagte, keiner darf, es ist haram, von mir was zu nehmen, wenn man meinen Beweis nicht kennt. Al-Imam Ahmed sagte, sag mir nicht, Al-Auza'i sagt und Malik sagt, Al-Ibratu bil-Athar, das wird die Sache ist mit Beweis. Und deshalb, wenn jemand sagt, Muhammad Abdul Wahhab, seine Anhänger, ja, wer sind seine Anhänger? Meinst du jetzt, dass man sagt, man darf nicht bei einem Grab schlachten, wenn das Wahhabismus ist? Dann müsste die ganze Umma Wahhabi werden. Meinst du jetzt,
Wenn du sagst, O Sheikh, ich suche Hilfe bei dir, oder Shafa'a, O Verstorbener, wenn du das Islam nennst, dann nennen wir das kein Islam. Und das ist das Problem. Schau mal, die Sufi, die Schia, die anderen, diese Gruppierungen und Parteien und so, die irregegangen sind, die suchen immer etwas, damit sie nicht sagen, dass Ahlus Sunna und Jama'a dem Koran und Sunna folgen. Und deshalb wollen sie irgendjemand geben. Übrigens, Wallah, wir haben das so gehabt, einer von Ahbash kam einmal zu uns. Diese Ahbash, die sind eine Gruppe, die sind nicht mal 20.000 Leute auf der ganzen Welt. Ich meine, lass uns, die schreien viel und die machen viel und die reden so diese Art, wie sie reden. Das ist wie ein Film. Auf jeden Fall, die machen das so, als ob sie viel sind und so. Einer von ihnen kam einmal zu uns und er sagte, Ibn Taymiyyah war Wahhabi. Da habe ich ihm gesagt, wie kann Ibn Taymiyyah Wahhabi sein? Wer war zuerst? Ibn Taymiyyah oder Muhammad Abdul Wahhab? Der sagt, natürlich Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ich habe gesagt, das bedeutet, Muhammad ibn Abdul Wahhab war da und dann später kam Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Der sagt, ja. Da habe ich gesagt, schwörst du? Der sagt, natürlich, ist klar. Wenn wir sagen, Ibn Taymiyyah war Wahhabi, dann sagt, ich habe gesagt, Allah yehdik. Ibn Taymiyyah starb im Jahre 728 nach der Auswanderung. Und Muhammad ibn Abdul Wahhab starb im Jahre 1206 nach der Auswanderung. Das heißt, es gibt zwischen ihnen 500 Jahre. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, starb vor Ibn Abdul Wahhab 500 Jahre. Und dann kommt zu sagen, und das ist die Sache, die sagen ihren Leuten, Wahhabi, Wahhabi, Wahhabi. Nicht. Das geht nicht um den Namen. Das geht um die Aqidah, um den Weg. Damit sie die Leute abschrecken, dass sie die Bücher von ihm nicht lernen. Und nochmal, wir haben gelernt in der Schule von Koran und Sunna, dass wir niemanden als fehlerfrei erklären und dass wir niemals von einem einzigen nehmen, sondern wir nehmen von Koran und Sunna nur einer. Ist für uns, barakallahu fikum, diskutieren wir nicht, und das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alle anderen kann man bei bestimmten Aussagen und bestimmten Meinungen diskutieren, egal wer das ist. Und die Sahaba haben mit Abu Bakr diskutiert, mit Umar diskutiert, die haben mit anderen diskutiert, ist kein Problem. Aber immer gibt es eine Regel für uns, ein Sicherheitsventil, das ist Koran und Sunna. Wenn man behauptet, überleg dir zum Beispiel, überleg dir nur etwas. Was sagt Sheikh Muhammad Abdul Wahhab? Was sagt er? Der sagt, keiner darf einen Moslem vom Islam ausschließen, wenn man die Aufklärung nicht geleistet hat und wenn die Bedingungen da sind und die Hindernisse nicht da sind, dann könnte man ihn vom Islam ausschließen. Ist diese Aussage falsch? Ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben oder nicht? Ja oder nein? Gestorben? Dann bist du für sie kein Muslim. Allah sagt, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah sagt ihm, du wirst sterben und die werden alle sterben. Sag, du darfst nicht sagen, der Prophet ist gestorben. Diese Ahbash, die Bilder sind da, die Bilder sind da. Was machen die? Das ist eine Gruppe von Sufis. Wisst ihr, dass eine Gruppe von Sufis, was war Karama von ihrem Sheikh? Der ging nackt auf das Dach von seinem Haus und der hat nackt auf die Leute uriniert. Überleg dir. Das ist Karama. Das ist etwas, was sie loben bei ihm. Der andere, schau mal, was sie hören, was sie sagen von ihm. Die haben gesagt, die Leute haben ihm gesagt, du bist nicht von Abstammung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja? Dann ging er nach Mekka
und der hat Tawaf um die Kaaba gemacht und der hat gesagt, o Gesandter Allahs. Der hat den Propheten gerufen. Wir rufen Allah, nicht den Propheten. Zeig, dass ich von deiner Familie bin. Dann hat der Prophet sallam, seine Hand vom Grab rausgeholt und vor allen Leuten, die Tawaf gemacht haben, und der hat seine Hand geküsst, vor allen Leuten. Sag, bist du blöd? Bist du dumm? Ist das Grab von unserem Propheten sallam, in Mekka? Die denken nicht. Möge Allah uns bewahren. Deshalb lasst euch von diesen Sachen. Sheikh Mohammed Abdul-Wahhab ist ein Sheikh wie alle anderen Shiuch. Und deshalb sage ich nochmal, man darf nicht sagen, ich nehme nur von ihm. Oder der ist fehlerfrei. Der hat Fehler und der ist ein Gelehrter von den Gelehrten des Islam. Aber dadurch, dass die Sufis und die Shia und die anderen Gruppierungen gegen ihn geworden sind, subhanallah, schaut mal, wie er bekannt geworden ist.